Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder mal Zeit, wir möchten unsere Flammenstufe erhöhen. Dafür brauchen wir Schwefel, Safran, Funken, Eisenerz, Lapis Lazuli, Yucca-Frucht und Brutsichelkopf. Brutsichelkopf haben wir im letzten Video uns geholt. Das ist im verfluchten Tempel, also hier oben. Das Video dazu werde ich hier unten in der Beschreibung verlinken, weil das ist ein Rätsel. Tempel. Bis wir wieder zum Boss kommen, dauert es zu lange. Deswegen würde ich euch vorschlagen, einfach das Video anzuschauen. Da ist die Komplettlösung mit dem kompletten Loot, was ihr finden könnt. Genau. Und alles andere werde ich jetzt Schritt für Schritt euch zeigen. Viel Spaß! Dieses Lapis, Mappis, Schieß mich tot, gibt es an verschiedenen Standorten. Gibt es auch random manchmal hier am Boden. Aber meistens ist es an solchen Stellen zusammen mit Schwefel auffindbar. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier Schwefel einfach ganz random auf dem Boden. Wir sind hier zum Karawanenlager gelaufen und haben dann direkt einige Spots gefunden. Schwefel benötigt ihr auch, um euer Flammenanteil leveln zu können. Ja genau, Schwefel könnt ihr einfach fast überall finden. Ich habe so viele Adern auf dem Weg gesehen. Keine Ahnung, man kann es nicht mehr aufzeichnen, so viel das ist. Gut. Ich glaube, man kann sogar auch random, schon mal, kann man glaube ich auch random hier im Sand wühlen und Schwefel finden. Okay, diesmal hatte ich kein Glück gehabt. Das ist mir ein paar Mal passiert, vielleicht war es auch Zufall gewesen. Gut, gehen wir aber zum wichtigen Teil über. Das Ding haben wir gesucht. Es gibt es auch fast überall, Leute. An vielen Stellen. Wir sind, wie gesagt, hier am Karawanenlager unterhalb der Nomadenanhöhe. Ihr könnt von hier runterjumpen oder könnt von hier hochjumpen. Eins von beiden. Hier unten seid ihr auch öfter gewesen. Hier ist Bruchshafen. Hier hatten wir eine Quest erfüllen müssen. So, das müssen wir looten. Dort ein bisschen Lapis Lazuli. Ich weiß auch nicht, was das ist. Davor noch nie gehört. So, eine Runde looten. Und da sind wir auch durch. Also die Ader, man denkt am Anfang, das ist so eine Mini-Ader. Alter, die weitet sich so aus und aus. Das ist so krank. Ihr müsst nicht irgendwo anders hinlaufen, Leute. Wenn ihr eine Ader gefunden habt, egal wie klein die ist, schaut euch das an. Wir haben dort angefangen und sind einfach hier weiter und die Ader, die wird immer größer und größer. Nicht, dass ihr denkt, hey, was zeigt er uns für einen kleinen Scheißding da. Die Ader, die ist einfach unendlich. Und das ist auch mit Schwefel genauso, Leute. Also wenn ihr so eine kleine Ader gefunden habt, ihr müsst euch nicht auf bestimmte Spots konzentrieren. Lapis Lazuli und auch Schwefel gibt es an sehr, sehr vielen Stellen. Ich frage mich aber gerade, ich glaube, ich habe die letzte Stufe erreicht. Ich glaube, ab Stufe 25 geht es nicht mehr weiter, weil ich bekomme keine Erfahrungspunkte mehr, sehe ich gerade. Wow, okay. Schön. Nicht weit weg von unserem Spot, wenn ihr euch denkt, das gefällt mir doch nicht, gibt es auch an der Wand direkt eine Schwefelader, wie ihr sehen könnt. Also das sind keine seltenen Ressourcen, wir sind nicht weit gelaufen, da haben wir direkt noch eine Ader gefunden. Falls ihr Bock habt, könnt ihr auch hier looten. Je nachdem. Also mit Schwefel kann man echt viel Erfahrungspunkte sammeln, by the way. Weil das sehr schnell abbaubar ist, wie ihr sehen könnt. Ich bekomme gerade natürlich keine Erfahrungspunkte, weil ich anscheinend die Endstufe erreicht habe. Ich wusste das nicht. Scheiße. Schade, ich dachte, irgendwann kriege ich meinen Fähigkeitenbaum komplett voll. Anscheinend aber nicht. Naja. Ich frage mich aber, ob man die Fähigkeiten zurücksetzen kann. Dann würde ich tatsächlich optimieren auf Pfeil und Magie. Darauf hätte ich Bock. So eine Kombination aus Fernkampf. Naja, wir looten weiter und dann geht's weiter. Okay, wir starten mit der Yucca-Pflanze. Dafür teleportieren wir uns am besten zur Ödlandwarte. Wie wir die Ödlandwarte freigeschaltet haben, ist in einem Video auf unserem Kanal hier. In der Umgebung gibt es ganz viele Palmen, die müsst ihr finden und dann müsst ihr diese Palmen einfach zerstören. Ich jump mal ganz random
raus. Aber natürlich nicht ins Tötchen wie erstmal. So. Da sieht. Guck, da ist doch ein Palmenfarm da unten, ey. Geh durch das mal. Hier sind Palmen, da sind Palmen. Wir landen mal da, da oben sind Palmen. Komm, wir landen da oben und gehen dann runter. Dann haben wir, glaube ich, genug. Diese Palmen müsst ihr zerstören. Und dann habt ihr eine geringe Chance, diese Yucca-Pflanzen zu droppen. Ich habe auch kurz überlegt, ob man die vielleicht runterschießen kann. Aber es funktioniert nicht. Das wäre nice gewesen. Ihr müsst die tatsächlich zerstören und dann hoffen, dass die Yucca-Frucht mitdroppt. Hat eine geringe Wahrscheinlichkeit. So, einen haben wir erhalten. Ne, 4 Stück sogar. Wow. Schau mal. Vielleicht haben wir doch Glück. Vielleicht liegt es auch an der Größe des Baums. Kann ja auch sein. So, wir haben schon 8 Stück erhalten. Digga, ich wollte gar nicht kämpfen. Ich frage mich, ob diese Kleinen auch Yucca-Flucht droppen. Oh mein Gott! Und wo kommt denn du, den Becksack? Scheiße! Oh mein Gott! Alter Schwede! Hallo, zwei Giftzüge! Kannst du niemand erzählen? Ich hau ab! Abbruch, Abbruch, Abbruch. Code Red. Code Red. Schnell weg. Digga, das ist gefährlich. Wenn mich eins von den Giftigen erwischt, dann bin ich direkt tot. Gehen wir lieber da runter. Die Giftigen sind so hässlich, ey. Aua. So, Safran. Das findet ihr auch überall hier. Ganz random, Leute. Da gibt es keine bestimmten Spots. Die sind so random. So, da ist die Yucca-Frucht. Oh, diesmal haben wir 3x4. Wow. Ich hab grad echt Glück. Also die ganze Zeit da auf E für einsammeln. Weil ich finde, diese Yucca-Frucht sieht man kaum. Schau das an. Hier. So klein. Ganz klein. Wir gehen gleich zusammen, was uns so eine kleine Farm an Palmen gebracht hat. So, hier zum Beispiel sehe ich gar keine Yucca-Frucht. Aber ich drücke auf E. Und tatsächlich habe ich auch keine Yucca-Frucht bekommen. Ah, scheiße, jetzt sind wir natürlich vergiftet. Sterben wir? 5 Sekunden. Ich glaube, ich sterbe. Hi. Ey, ich wäre gestorben, ne? Das macht so viel Schaden. Hier war eine Yucca-Frucht. Beziehungsweise ein Päckchen Yucca-Frucht. Man bekommt mehr 4 Yuccas. Da kam nix. Doch. Immer auf E drücken. 2x gedroppt. Ich glaube, die kleinen droppen auch Yucca. Safran. Zack. Nee, verpiss dich. Ich riskiere das mit dir nicht. Nix abwehren, ausweichen. Oh mein Gott, Stufenaufstieg. Level 25. Beeindruckend Reise, Errungenschaft erhalten. Oh, bin im Desktop gelandet. So. So, wie ihr sehen könnt, nicht immer so. Ich glaube, 3-4 Mal habe ich keine
Yuka bekommen. Wie viel haben wir jetzt in dieser kurzen Zeit erhalten? 16, 36, 56. Und ich glaube, das reicht auch direkt zum Leveln des Flammenalters. Gut, machen wir weiter. Gut, ich habe euch ja gezeigt, wo ihr Safran sammeln könnt. Das ist natürlich in der Wüste. Ihr müsst einfach rumlaufen und immer wieder werdet ihr ein Safran finden können. Für mich war das zu blöd gewesen, weil ich keine Lust habe, einfach ziellos rumzulaufen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde Safransetzlinge herstellen in unserem Saatbeet. Und das kriegt ihr, indem ihr Wasser habt, Safran habt und gedüngte Farmerde. Gedüngte Farmerde könnt ihr bei eurer Bäuerin herstellen. So. Da ist das. Und ihr braucht dafür Sand, fossiler Knochenstaub und Nitrat. Sand bekommt ihr in der Wüste, indem ihr mit eurer Spitzhacke auf den Boden haut. Das andere Knochenmehl wäre das gewesen, ne? Bekommt ihr hier. Hier müsst ihr Knochen ablegen, dann bekommt ihr Knochenmehl. Oder war es fossiler Knochen? Eins von beiden war das gewesen. Ich habe es gerade vergessen. Lass uns mal schauen. Ich will nichts Falsches sagen. Fossiler Knochenstaub, genau. Müsst ihr fossile Knochen ablegen, dann bekommt ihr fossilen Knochenstaub. Und Nitrat werdet ihr hier erhalten. An eurem Labor. Dafür braucht ihr Sand, Salz, Holzsäure und alchemistischer Grundstoff. Sand bekommt ihr in der Wüste. Salz bekommt ihr in Salzminen. Holzsäure müsst ihr hier herstellen. Das ist das Rezept dafür. Holzscheit und Erde, also easy. Und alchemistischer Grundstoff, da habe ich einen Trick, das zeige ich euch jetzt. Um alchemistischer Grundstoff looten zu können, Early Game, empfehle ich euch hier am Drachengeiernest einen Flammenaltar zu errichten. Das ist hier oben auf dem Berg, ihr müsst hier hochklettern. Oberhalb, ich suche den Flammenaltar, beziehungsweise Adivate ist hier. Unterhalb des Eldemadams. Und hier ist die Anhöhenwarte. Genau. Und dann geht ihr einmal hier geradeaus hoch. Und habt dann hier ein alchemistischer Grundstoff. Einmal gereinigter Verband. Einfach mal Legel. Und die Chance hier ein legendäres Loot zu erhalten. Und das mache ich so oft, bis ich genug Stoffe habe. Einfach Hauptmenü. Wieder rein. So könnt ihr das am einfachsten looten, meine Meinung. Zack, dann habt ihr auch Nägel dazu, dann habt ihr die Möglichkeit, etwas Legendäres zu erhalten, gereinigte Verbände und so geht's weiter. Eisenerzen müsst ihr nicht lange suchen. Die Quest habt ihr vom Schmied erhalten, Herzen aus Eisen, einfach auf der Karte anzeigen. Und von der Ödlandwarte rüberjumpen, was wir jetzt auch machen werden. Die Quest kam tatsächlich automatisch. Ich habe davor schon einige Stellen gesehen gehabt. Aber ich habe noch nie Erz abgebaut, also Eisenerz. Mal gespannt, ob es aufwendig sein wird. So, ab geht's. Kurz danach ist direkt tödliches Miasma. Aber ich sehe gerade, man könnte notfalls zu diesen Städten hinlaufen, wenn man Bock drauf hat. Aber ich mache das erstmal nicht. So, geradeaus durch. Ich glaube hier unten direkt, oder? Oder ist es im Miasma? Darauf hätte ich jetzt gar keinen Bock. Gehen wir mal runter, bevor die Ausdauer weg ist. Oh mein Gott. Was ist das überhaupt? Okay, das ist komplett Sand. Die Eisenmine sind mir erstmal Gebiet. Wow. Sehr schön. Ist gestorben. Geht's. Ah, Kuppenmine, hier ist eine Miasma-Wurzel, also kein Thema. Besiegen wir erstmal diese Einheiten. Dann können wir schön looten. Ohne Stress.
zart. Das ist ein Boss? Boah, ich dachte, das ist ein Boss, Alter. Digga, der rennt einfach weg. Und was für eine Range der hat. So, ciao. Zerstören. Das ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit, noch Punkte zu bekommen. Also Fähigkeitenpunkte. Miasma-Wurzeln zerstören. Mies. Mies, mies, mies. Das müsste alles Eisen sein. Haben wir die aber erstmal fertig. Das müsste alles Eisen sein. Schaut euch das an. Das ist Eisen. Jawoll. Eisenspitzhacke und mehr. Oh, dann liegen wir mal schön. Oh, riesige Truhe können wir herstellen. Wow. Eisenbahn bei Schmelze. Das hört sich doch sehr gut an. Dann können wir auch dementsprechend Eisenausrüstung herstellen. Und ich sehe hier gerade, Leute, hier ist eine seltene goldene Truhe. Oh! What the fuck ist das, Alter? Wow! Crazy! Nice Waffe. Geil. Alter Schwede, das ist eine seltene Truhe. Also eine seltene goldene Truhe. Die ist crazy. Gut, wir looten weiter und dann geht's weiter. Okay, da sind wir wieder. Opfergaben sind ready. Stärke die Flamme. So, jetzt haben wir die Flamme gestärkt und wir haben Endstufe erreicht in dieser Early Access Phase. Weiter geht es nicht. Mit dieser Stufe können wir endlich in das letzte Gebiet eintreten. Also ich hoffe es. Und das ist dieser Bereich hier. Ich weiß nicht, ob man es schon davor konnte. Ich habe aber mehrere Orte mit tödlichem Miasma gesehen. Hier sehe ich immer noch tödliches Miasma. Aber es könnte auch sein, dass es Lava ist. Weiß ich noch nicht. Werden wir noch herausfinden in den nächsten Videos. So, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis demnächst. Ciao, ciao.